Guten Tag, liebe Ratten und Würmer. Willkommen, liebe Avatarinnen und Avatare, liebe Mitmenschen. Ich begrüße euch alle recht herzlich bei Mla. Bücher lesen Aktion. Also Bücher lesen und Aktion. Was aber ist nun eigentlich Mla? Vielleicht so etwas? Also, das ist doch bestimmt jetzt wieder so ein langweiliges Gelaber von einem mächtigen Autor, der nur seine Bücher verscheuern will. Korrekt? Ja, nein. Also, das Einzige, was ich am Kapitalismus liebe, ist seine Berechenbarkeit. Ansonsten würde ich sagen, er ist schlicht und einfach. Und darum gibt es auch die meisten meiner Bücher als kostenloses PDF. Und ihr findet die Links in der Clip-Info und so weiter. Nun aber viel Vergnügen mit dieser Ausgabe von Mla. Achtung! Nachher kommt noch ein Gewinnspiel. Bleibt also mich unbedingt am Monitor. Gewinnspiel. Und hier nun das Thema des heutigen Tages. Hartz IV. Auch bekannt als ALG II oder Arbeitslosengeld II. Dieses Geld wurde, oder wird immer noch verteilt in den Jobcentern seit 2005. Und ich war in einem solchen einige Jahre sogenannter Fallmanager. Später nannte sich das dann auch Integrationsfachkraft. Ursprünglich bin ich gelernter Erzieher, Sozialarbeiter und Erziehungswissenschaftler. Und ich bin ein Mensch und habe gesagt, dennoch von 2005 bis 2011 in einem Jobcenter gearbeitet als Fachmanager. Ich werde nicht sagen, in welcher Stadt und wer der sogenannte entsendende Arbeitgeber war. Das wird hier nicht zur Sprache kommen. Aber ich habe mehrere Blogs zum Thema im Internet angelegt. Ich habe insgesamt 4 Bücher zum Thema selbst herausgegeben. Und ich habe vor allen Dingen auch einige schöne T-Shirts, die zum Teil zu den Büchern passen. Dieses hier ist eigentlich schon das erste T-Shirt. Das ist auch mein erster Blog gewesen. Den gibt es auch immer noch. Aber es sind eher so, stehen Dinge drin, die mehr so von längerfristiger Bedeutung sind und von einiges über die Vorgeschichte des Ganzen. Ich wurde nämlich auf das Thema verstärkt aufmerksam durch
das Schicksal von Inge Hannemann, ebenfalls meine ehemalige Fallmanagerin, der das Hartz-IV-Regime man auch irgendwo nicht mehr zusagte. Dieses T-Shirt ist deswegen auch damals am Anfang schon entstanden. Ich habe versucht, es im Bundestag zu tragen, allerdings wurde es leider am Eingang so lange beschlagnahmt, bis ich wieder ging. Etwas anderes, was ich zunächst hinten in der Hosentasche hatte, das zeige ich gleich noch genauer, wurde mir noch nicht entdeckt und das konnte ich dann noch sinnvoll einsetzen. Ich zeige euch das mal. Also das letzte Hemd. Ich hatte es hinten in der Hosentasche und habe es mitgenommen in den Bundestag und das war meine Anhörung zu einer Petition von Inge Hannemann. Auch da ging es schon darum, die Kürzungen, die bis November 2019 in Höhe von 30, 60 und auch 100% möglich waren. Und danach gab es nichts mehr, gar nichts mehr. Da gibt es also kein Sozialamt oder ähnliches, was danach kommt. Da hat man einfach nichts mehr. Wenn man angeblich oder tatsächlich mehrmals einen Fehler macht. Und die kann man im Jobcenter leicht machen. Ich habe dieses Hemd dann als eine besonders schlimme Stelle kam im Vortrag einer der Personen, die die Inge Hannemann dann da ja nicht verhört, aber gefragt haben. Ich habe das dann von der Tribüne herunter gezeigt und habe es dann auch hinuntergeworfen vor die Füße der Damen und Herren Politiker. Ich bin überraschenderweise nicht hinausgeworfen worden, sondern links und rechts von mir haben sich dann zwei, ja, wie nennen sich die, Sicherheitsmitarbeiter platziert und ich durfte aber bis zu Ende schauen und man hat mir das Hemd sogar am Ende zurückgegeben. So viel zu diesem T-Shirt. Ich habe dann einige Zeit danach auch angefangen, Bücher zu schreiben. Und dazu gab es dann zum Teil auch T-Shirts, aber zum ersten noch nicht. Das erste war dieses hier. Geringe Mitnahmeeffekte. Das ist in gewisser Weise vielleicht sogar das erfolgreichste Buch, weil es wurde zwar an der Printausgabe nicht oft verkauft, aber ich habe es auch kostenlos als PDF an verschiedenen Stellen im Netz und es gibt auch eine, ja, eine Vorgelesene von einem Profi-Vorlesenden, so getragen eine ja, Hörbuchversion oder wie man das nennen soll. Und beides wurde sehr oft abgerufen. Das ist natürlich jetzt kein Sachbuch. Es ist ein fiktiver Jobcenter-Krimi. Fiktiv. Absolut ausgedacht und fiktiv. Darauf nehme ich Ihnen und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole. Mein Ehrenwort. Gebe ich Ihnen
gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, und ich habe keine Badewanne, ich habe nur eine Dusche. Aber das nur nebenbei. Gibt's noch immer noch bei Mod. Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Buch. Und wir sind beim nächsten Buch. Das nächste Buch hat ursprünglich so ausgesehen. So, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und was war die Rückseite? Ich sagte gerade, es hat so ausgesehen. Heutzutage ist es immer noch erhältlich, aber es sieht jetzt so aus. Es steht immer noch dasselbe drin. Aber es hat halt jetzt einen anderen Umschlag. Das liegt daran, dass meine Bücher jetzt alle hier in diesem Self-Publisher Verlag sind, bei Vod. Ich war vorher bei eFugli, auch bekannt mittlerweile als LeoFugli, und da bin ich dann eines Tages über Nacht mit allen meinen Büchern, die ich auch zu anderen Themen dort noch hatte, rausgeflogen. Es gab mich nicht mehr dort. Ich hatte vorher ein paar freche Fragen gestellt, zum Beispiel, warum man bei der Versendung einer ISBN-Nummer per E-Mail, warum man da anklicken soll, dass man die Kosten für Porto und Verpackung, dass man die auch übernimmt. Und ich habe dann auch den Fehler gemacht, auf die lapidare Antwort hin nicht Ruhe zu geben und nachzufragen und auch den Tonfall zu bemängeln. Und am nächsten Morgen waren alle meine Bücher verschwunden. Und etliche Wochen später waren sie für eine neue Hochladegebühr beim anderen Verlag, bei Vod, auch wieder zu haben. Das einmal zu nehmen. Ich habe gerade gesagt, ich zeige erst die T-Shirts, mache dann die Bücher. Ich ändere das einfach jetzt spontan. Das Handbuch Widerstand ist das erfolgreichste Printbuch. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass ich seinerzeit eine Crowdfunding-Aktion gemacht habe, weil ich das gerne verschenken wollte. Das haben dann insgesamt am Ende acht Arbeitsloseninitiativen oder Gruppen haben dann im Bundesgebiet, haben das dann kostenlos bekommen. Zusammen auch mit diesem Buch, das war auch dabei. Und ich habe das verschenkt und habe das finanziert, jeweils 10 Exemplare. Und auch an die Spender und Spenderinnen, die haben als Dankeschön auch jemals ein Exemplar bekommen. Und ich habe mich auch bemüht, Reklame zu machen dafür, weil es beinhaltet etliche Informationen und auch ganz konkrete Ideen und Tipps, wie man individuell und in der Situation, aber auch öffentlich und allgemein, wie man ganz konkret Widerstand leisten kann. Und von daher mal das erstmal so viel zu diesem Buch. Das nächste Buch folgt zugleich. Eine neue. Ja, und das nächste Buch, das ist dieses hier gewesen, welches ich dann anschließend zusammengestellt
und veröffentlicht habe. Und auf die Rückseite. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dieses Buch hat sich auch für meine Verhältnisse nicht so gut wie andere verkauft und als verbreitet worden. Darauf kommt es schließlich an. Das ist insofern, fand ich es ein bisschen schade, weil natürlich es gibt immer Schneidungen zu anderen Büchern zum Thema von mir. Das ist richtig, das kommt in den Büchern vor, dass so die Essenz oder wichtige Dinge da auch drin vorkommen. Aber ein Schwerpunkt liegt hier eben auf den Fakten, Argumenten und Informationen. Da habe ich aus der Sicht verschiedener Wissenschaften, also Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin und Verwaltungswissenschaft, Ethik und Moral natürlich und Ähnlichem habe ich mal das ganze System versucht zu hinterfragen. Nicht allzu theoretisch, aber wie ich hoffe fundiert. Und das sind also Argumente, die man dann brauchen kann, wenn jemand ernsthaft in eine Diskussion über die Legitimierung eines solchen Systems einsteigen möchte. Oder ja, noch nicht dran drunter weiß. Ja, ich kann es mir nach mir empfehlen. Es ist ein Self-Publishing-Buch. Ich habe die immer alle so preiswert wie möglich gehalten. Es entsteht formal ein kleiner Gewinn etwa so zwischen 1 und höchstens 2 Euro. Der deckt in Wahrheit nicht die Kosten der Bücher, die ich verschenke oder von irgendwelchen Reklame-Schichten, Kleinanzeigen und so weiter. Aber ich führe ihn trotzdem dann ab an, an Arbeitslohninitiativen. Also hat man was bekommen und Tacheles e.V. natürlich. Also dahin wird ein nomineller Gewinn von den Büchern von mir stets gespendet, weil es gab durchaus von Anfang an das Argument, da macht noch einer Geschäfte auf dem Rücken der Arbeitslosen und der Hartz-IV-Empfängerinnen. Ja, so viel zu diesem Buch. Noch ein kleiner Nachtrag zum vorherigen Buch. Da gab es auch einige Anstecker, Buttons, relativ groß. Nur eine Handvoll habe ich noch. Ich glaube, da ist noch der falsche SP-Verlag mit drauf, aber Titel fehlt und Titel kann man noch, den Autor kann man noch richtig erkennen. Gibt es also noch. Aber zum nächsten Buch muss ich auch ausholen. Ich hatte ja schon berichtet, dass ich mal im Bundestag auch Gast war bei in der Anhörung zu einer Petition von Inge Hannemann. Es ist dann nach etlichen Jahren leider erst gelungen, beim Bundesverfassungsgericht Einspruch zu erheben gegen diese Sanktionslinie. Und es war Anfang 2019 dann, dass ein erstes Verfahren, das Verfahren begonnen hat und durchgeführt wurde in Karlsruhe. Und ich hatte Glück und bin da habe einen Sitzplatz ergattert und habe da teilgenommen und ich war auch später dann im November, war ich dabei, als das Urteil verkündet wurde. Dann war ich im Haus und dann auch draußen an einem Infostand
wo wir dann eine kleine Performance aufgeführt haben. Denn wir kannten das Urteil natürlich noch nicht, konnten es uns aber denken. Wir sind davon ausgegangen, dass die 100% fallen, die 60% vielleicht oder wahrscheinlich, aber wir hatten schon die ganz starke Befürchtung und Erwartung, dass von dem Existenzminimum 30% trotzdem noch weiter gekürzt werden dürfen, warum auch immer. Ein Minimum kann man nicht kürzen und das Minimum ist eh schon knapp berechnet, aber nun gut, wir haben damit gerechnet und haben die entsprechende Performance entsprechend vorbereitet. Das war die Ohrfeigen-Performance. Ich setze euch einige Links in die Clip-Info, wenn ich das mal anschauen will. Wir haben es auch gefilmt. Und da für diesen Anlass ist dann erstmal ein kleines T-Shirt entstanden. Also jenes Prozentsanktion ist ein Schlag ins Gesicht des Grundgesetzes. Auf dem Rücken dann auch noch eine kleine Aufschrift. Das war also eine praktische Aktion zu dieser Sache. Und jetzt kommt die geschickte Überleitung zum nächsten Buch, das auch noch ein Bestseller ist, aber wie ich finde auch wichtig und gut. Das ist dieses hier. Ein eigenes T-Shirt hat es noch nicht. Das habe ich angeschrieben, unmittelbar nach zusammengestellt. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung, also wenige Wochen, einige Tage danach, und habe dann auch über die Performance berichtet, habe den kompletten Urteilstext drin, der ist nicht sehr lang. Und die ersten Bedenken, die geäußert wurden, wie versucht werden kann, das zu unterlaufen seitens des Jobcenters, die haben darauf bin ich auch eingegangen. Ansonsten stehen noch einige Essentials aus den Büchern vorher auch immer mit drin. Und das Ganze ist auch wieder ein Self-Publishing-Buch. Das Layout ist nicht perfekt. Das Schöne am Self-Publishing ist ja, wenn man nicht will, muss man kein Lektorat bezahlen und auch kein Coverdesigner und. Der Nachteil ist, man muss für alles dann dran stehen. Und ich denke, man kann nicht alles gleich gut. Ich bitte da also um Nachsicht, ja, wie gesagt, einige Fotos haben wir auch drin. Ich bitte um Nachsicht, es ist nicht fehlerfrei, aber ich denke, die Informationen und der Bericht, das ist alles mit drin. Und der Kampf geht weiter und ein Existenzminimum kann man nicht kürzen. Nach wie vor, finde ich. Und ja, wer Fragen hat, kann mich gerne fragen. Auf zwei Dinge gehe ich noch kurz ein. Fertischer. Moment. Ja, habe ich noch gefunden. Da gab es auch meine Visitenkärtchen. Ich mache zu den Büchern dann immer mal gern so, dass ich kleine Visitenkarten drucken. Vorderseite und Rückseite meistens oder zumindest einige Informationen. Es ist auch der Hinweis, dass man das im Buchhandel natürlich bestellen kann mit der ISBN oder natürlich direkt bei
ein Bot. Nein, ich war ein Bot und nicht mal einen bösen A. Und dann bekomme ich immer noch 30 Cent oder so, oder 40 mehr. Weil Amazon sich das dann nicht. Ja, aber das zu nehmen, ich wollte noch zum anderen Aspekt was sagen. Es wird oft versucht, von bestimmten Zeiten Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Hier zum Beispiel eben Geflüchtete, Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber gegen Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Dass man dann sagt, ah, das kriegen alles die Flüchtlinge und so weiter. Und es ist genug für alle da. Wir haben ungefähr 200 Länder auf der Welt. Deutschland liegt vom Wohlstand und anderen ähnlichen Dingen her auf Platz 6. Hat auch schon auf Platz 5 gelegen, nicht auf Platz 6. Wir haben jede Menge Geld im Lande, es ist nur in anderen Händen. Dazu gleich nochmal mehr. Lasst euch nicht einmischen. Hier auf dem T-Shirt habe ich das mal versucht, ein bisschen umzusetzen. Es gibt ein T-Shirt, Refugee is welcome. Und mit dem Handbuch Widerstand gegen Hartz IV in der Hand. Das ist also dann so ein Kombi-T-Shirt, was ich gerne mal trage, um zu zeigen, dass Geflüchtete und Amazon-Geldempfängerinnen auf derselben Seite stehen. Genauso ist es mit der Pflege, Altenpflege, Obdachlosen und einigen anderen Dingen. Wir haben genug Geld. Wirklich. Die Zahl der Millionäre steigt und steigt. Als der Hardcore-Sozialist Helmut Kohl an der Macht war, gab es einen Spitzensteuersatz und der ist seitdem immer und weiter abgesenkt worden. Wir haben keine Reichensteuer, wir haben keine Vermögenssteuer. Flüchtlinge, also Steuerflüchtlinge, werden nicht oder kaum ernsthaft verfolgt. Wir leisten uns so hübsche Sachen wie Stuttgart 21 oder den BER, den Flughafen. Er ist jetzt noch fertig geworden, habe ich gehört. Donnerwetter. Ja, und einige andere Dinge, eine überbordene Bürokratie. Und, wenn ich das nochmal anfügen darf, man leistet sich zum Beispiel meine Wenigkeit. Ich sage nicht in welcher Stadt, ich sage nicht bei welchem Arbeitnehmer, aber anhand meiner Kritik an Hartz IV, das ist meine Vermutung anhand mündlicher Äußerungen, bin ich seit noch nun schon mehreren Jahren freigestellt unter Fortzahlung der Bezüge. Ich habe das schriftlich bekommen, aber wie gesagt, ohne inhaltliche Begründung schriftlich. Ich habe nichts Böses angestellt, ich habe meinen Chef nicht verurteilt oder komische Dateien auf die Börse gehabt. Meine Beurteilungen waren außer vor über 25 Jahren am Anfang, da waren sie mal so ein bisschen mau, aber auch nicht unter der Grenze, ansonsten waren sie immer mindestens leicht über dem Durchschnitt. Ich habe keine scharfe Missbilligung, ich habe keine Abmahnung, ich habe nichts dergleichen, aber ich sitze zu Hause auf eure Kosten. Auf Kosten der Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler. Und das seid ihr alle. Ne? Wenn ihr selber Rente, Arbeitslosengeld, was auch immer bekommt, ihr geht ja einkaufen. Ihr zahlt Mehrwertsteuer. Ich lebe auf eure Kosten.
Ich versuche, möglichst viel zu spenden. Ich mache die Bücher eigentlich mit Verlust, auch wenn sie sich mal ausnahmsweise einigermaßen gut verkaufen. Demnächst ich spende das. Aber ich mache immer Minus. Ne? Ich habe einen Kartenfund in Afrika. Ich mache dieses und jenes. Ich versuche, ich weiß, es klingt heutzutage nicht glaubhaft, aber ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen, euch gegenüber. Man hat mich schon getröstet, ich soll noch mich verstehen als einen voll finanzierten Aktivisten. Ich versuche das, aber wie gesagt, ich bin ein alter Mann, ich bin Akademiker, ich bin in der Endstufe. So ist es. Ach ja, und ein T-Shirt, was zu nehmen? Ein T-Shirt habe ich noch. Ja, und das T-Shirt, um das es geht, das habe ich hier an. Und das nimmt auch nochmal in allgemeiner Form Stellung dazu. Auch wenn wir genug Geld haben, das haben wir, und wer es hat. Und das zeige ich euch dann gerne auch nochmal. Das ist natürlich plakativ und viel reichen klingt auch relativ persönlich, ne? Eine reiche Familie und so weiter. Ich denke, die Firmen, die hier Gewinn machen und wenn sie überhaupt Steuern zahlen, dann ganz woanders. Die multinationalen Konzerne und ähnliche. Die sind hier insbesondere in den Blick zu nehmen, obwohl es natürlich auch in Deutschland Familien gibt und Namen gibt, ich sage jetzt mal Springer, ne? Wo man das noch mit lebenden Menschen in Verbindung bringen kann. Aber ich denke, der Kapitalismus mit seinen Strukturen trägt ihn dazu bei und er macht es auch irgendwo noch unpersönlicher und man kann schlechter Verantwortlichkeiten festmachen. Aber das ist nichts, was für die Ewigkeit bleiben muss. Ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ich habe euch aber noch am Anfang von Bla ein Gewinnspiel versprochen. Das singe ich mir jetzt ganz spontan aus. Und zwar, wer mir als erstes auf Facebook, Twitter, YouTube, wer mir als erstes mitteilt, an die Stelle welcher beiden Sozialleistungen 2005 Hartz IV oder ALG II getreten ist. In die ersten drei, die mir das mitteilen, also Windbundprinzip, darf ich gerne kostenlos und portofrei von meinen Büchern eins aussuchen. Ich werde auch wieder schöne Zugkarten einlegen. Und derjenige hat die freie Wahl. Ich schicke das dann versandkostenfrei gerne zu. Es muss auch kein Hartz IV Buch sein. Insgesamt sind 14 Bücher von mir unterwegs. Die kann man sich auch gern unter einem der Links da unten anschauen. Und ansonsten danke ich euch für die Geduld, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsmöglichkeit für einen modernen YouTuber liegt bei knapp 2 Minuten, wenn ihr jetzt so lange zugehört habt oder bis hierhin vorgespult habt, habt ihr also schon eine ganz enorme und überdurchschnittliche Leistung erbracht. Also alles Gute in allen Welten. Bis lang.
entfassbar.